Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Craft Attack 6, meine lieben Freunde. Bevor es damit losgeht, heute der Livestream wird einen kleinen Ticken später starten. Ich denke mal so gegen 12 Uhr werde ich am Start sein auf www.twitch.tv/gtimetv. Dann geht es weiter mit dem Ausbau von unserem riesen Aquarium. Während ihr auf meinen Livestream wartet, könnt ihr ja beim lieben Klimmyboy vorbeischauen, denn der macht einen 50-Stunden-Livestream und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge von Craft Attack 6. Let's start again. Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Craft Attack 6, meine lieben Freunde. Ich bin wieder hier, heute für euch am Start, aber nicht ganz allein, denn der liebe Klim ist wieder mal mit dabei. Hi, servus. Und meine lieben Freunde, ihr geht jetzt mal alle nach der Folge, ja, erst guckt ihr euch die Folge an und danach geht ihr nach der Folge auf Klim seinen YouTube-Kanal und guckt euch dort die Folge an. Wann geht die bei dir online? Ich denke mal so 13 Uhr, 12 Uhr. Okay, dann geht ihr erst in 2 bis 3 Stunden auf den YouTube-Kanal, ja. Dann geht ihr zuerst auf seinen Livestream-Kanal, denn heute mache ich nicht Werbung für meinen Livestream. Ich werde zwar auch am Wochenende streamen, aber ja, guckt auf jeden Fall beim lieben Klim vorbei. Ich packe euch den Link zu seinem Livestream mal ganz oben in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr bei ihm vorbeischauen, ja. Denn der macht einen 50-Stunden-Livestream und der läuft schon ein bisschen, während ihr dieses Video hier gerade guckt. Also könnt ihr auf jeden Fall vorbeischnabulieren. Und ja, ich würde sagen, wir sind heute hier an einem Ort von dem lieben Klim, nämlich seinem Grundstück, und wollen uns mal angucken, was sich so seit dem letzten Mal getan hat. Klim war der Erste, der mir mal geantwortet hat, ja, von den ganzen Leuten, die ich gefragt habe, ob sie mir mal ihre Residenz zeigen. Und ja, deswegen gucken wir uns jetzt heute von Klim mal so ein bisschen das Update an. Er hat auch schon bei mir das alles gesehen, aber das seht ihr dann in seiner Folge, die um 12, 13 Uhr kommt. Ja, dann würde ich sagen, Klim, ja, dann führst du mich mal so ein bisschen rum. Ja, Respekt auf jeden Fall. Ja, danke. Ja, okay. Ich ja, nee, das sehe schon da oben, das sieht so ein bisschen aus nach einem Güssen. Ist nicht meins. Okay, von wem ist das? Das ist Veni. Okay, sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne, muss man sagen. Ne? Finde ich auch. Ne? Also das da oben ist Veni klar. Ist der jetzt irgendwie auf eine religiöse Seite gewechselt oder was ist los? Anscheinend, also ich habe keine Ahnung. Okay. Früher waren seine Türen auch noch so ein bisschen aus Gold. Also ich denke mal, hat er gemerkt. Das sieht für mich aus, als wenn er da irgendwie so ein Kultistenzentrum aufbaut. Egal, lass uns einfach mal gucken, was du hier baust, ja. Ich meine, du baust ja auch eine Kirche, oder? Hat sie gesagt. Oder eine Kathedrale. Ja, also gut, dann sagen wir mal so, haben wir hier eher so diese Kultisten-Sekten-Ecke hier hinten, oder wie? Meine Kathedrale ist aber schon kaputt, da wohnt keiner mehr drin. Ah, okay. Okay, gut. Ja. Also hier, das erste, was ich gemacht habe, ist mein Netherportal verbunden. Hattest du ja schon länger, aber jetzt habe ich es endlich auch. Brauchen wir auch am Ende der Folge nochmal, aber kein kleiner Spoiler. Aber, ja, hier, das ist meine Kathedrale. Da habe ich schon ordentlich weitergemacht, wie ich finde. Okay, also, das sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht aus. Okay, krass. Ich mag diesen cleanen Stil immer. Der sieht richtig nice aus. Ja, der geht noch ein bisschen kaputt. Das wird alles so in diese Richtung geht das. Also das hier ist jetzt so eine Wand, die quasi so aussieht, wie es fertig sein soll. Vielleicht noch ein bisschen zu viel grün. Okay, und das ist aber dann nur eine Tarnung. Du hast dann bestimmt deine eigentliche Basis ist dann wieder unten hier im Berg drin, ne? Jein, also hier oben will ich tatsächlich mein fettes Lager hinhaben in die Kathedrale. Aber die ganzen Farmen und die automatischen Sachen sind dann unterirdisch entsprechend. Ah, okay, ja. Genau, aber hier auch ein temporäres Lager, auch geordnet mit den Sachen, die ich brauche zum Bauen für die Kathedrale. Und ja, dann hier an der Seite kommt so ein Wintergarten hin, hier, wo die Steine sind. Habe ich ja beim letzten Mal, glaube ich, schon gezeigt. Was wir aber gemacht haben, zusammen mit dem Basti, haben wir hier diesen Weg gebaut. Ja, den haben wir zusammen gemacht tatsächlich, damit Basti mit seiner Insel verbunden ist. Da können wir vielleicht mal so mal halb drüber gehen. Aber ja, ich wollte eigentlich Basti auch mal anschreiben und mal fragen, ob der mal so ein bisschen mir seine Residenz zeigen will. Weil, ja, mir hatten die Leute gesagt so, yo, Kevin, guck mal bei Basti vorbei, das sieht da auf jeden Fall richtig schnieke aus. Deswegen, ich würde sagen, ich gehe da gar nicht so nah dran. Ich wollte Basti sowieso mal anschreiben und fragen, wie der da aussieht bei ihm. Ich würde auch hier nicht weitergehen. Ich wollte nur sagen, dass wir hier diesen Weg zusammengebaut haben und ich finde, der sieht einfach richtig geil aus. Für okay, ja. Ja. Fliegende Inseln in der Mitte und so weiter. Also ich finde es cool. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee, ne? Ist besser als wie jeder andere eine Brücke baut, so wie ich zum Beispiel. Ich hätte eine Brücke gebaut. Ja, hier hätte eine Brücke einfach nicht so gepasst, weil die Insel von ihm fliegt ja auch. Ja, ich sag mal so, gut, eine Brücke wäre jetzt auch so ein bisschen Unikatsverletzung, ja, von Klim und mir. Wir haben ja schon die Brücke der Freundschaft. Deswegen darf es keine andere Brücke der Freundschaft geben. Es gibt vielleicht irgendwann noch eine Brücke der Feindschaft. Ja, vielleicht. Die würde ich dann zu Early Boy bauen. Ja, cool. Ja, aber hier sind noch diese Säulen am Sand. Du siehst alles kaputt auch so ein bisschen. Ne? Also ist ja der Stil, den ich hier gehen will. Und dann können wir eigentlich mal unterirdisch gehen, weil hier oben hat sich sonst nicht mehr so mega viel getan, muss man sagen. Also ich finde schon, dass das so gute Ecke ist, was sich hier getan hat, ne? Ja, aber das hat man jetzt... Willst du den Sand so hier, den Beton, oder willst du den noch später
Den lasse ich so. Okay. Damit er so ein bisschen eine Struktur hat. Also sieht man von außen ja, also wenn du hier guckst, sieht man das schon so ein bisschen, wie das dann aussieht hinter dem, dem ganzen Grün. Ja, ja. Das sieht geil aus einfach. Ja, ist auf jeden Fall so also nicht schlecht. Bist nicht so überzeugt. Okay. Ja, hier unten hat sich dann, ich weiß gar nicht, was du hier zuletzt gesehen hast. Ich glaube, das alles kennst du hier schon. Hier? Ja. Kanntest du die hintere Ecke hier auch schon? Nee, das war alles hier gar nicht da, glaube ich. Okay, ja, hier geht's halt runter. Hier haben wir so ein bisschen Aussichtspunkt, wo man hier noch über diese hinteren Landschaften gucken kann. Ist, glaube ich, auch noch ganz cool geworden. Ja, ist schick, einfach schick, schick. Wird jetzt im Schlafzimmer, schräg später, kommen hier, also hier, wenn du hier um die Ecke gehst, das ist der Weg zu meiner Mine. Und dann lasse ich hier so Minecarts hochfahren, die dann automatisch entladen und wieder beladen, falls ich da unten mal längere Farming-Sessions habe. So ist der Plan. Ah, cool. Und ja, ansonsten hat sich hier unten vieles getan. Hier kann man den nächsten Aufzug nehmen. Da habe ich dann, ihr guckt nicht nach rechts, das ist, tut dir vielleicht weh in den Augen. Ich wurde gezwungen. Wer hat sich gezwungen, das denn zu bauen? Das erzähle ich dir gleich. Erstmal kommen wir hier hin und hier habe ich zum Beispiel meine erste Farm gebaut. Also das ist jetzt nur eine kleine Kaktusfarm, weil ich die brauche für die Glasscheibe in meiner Kathedrale. Aber so eine kleine Kaktusfarm, die hier in meinem Design mit eingebaut ist. Ah, okay, cool. Ich habe vielleicht vor, hier weiterzugehen, da, nicht hier oben, sondern hier. Da habe ich mich noch nicht ganz entschieden, weil hier siehst du auch, sieht man, hätte man theoretisch einen Überblick über den Rest von unserer Stadt. Ja. Mal gucken, ob ich hier noch so ein Panoramafenster einbaue. Bin ich mir noch nicht sicher. Fall schon schick. Dankeschön. Ja, was wir ansonsten noch haben, ist halt, ja, hier diese Vines natürlich zum Farmen, für, auch für die Burg, logisch, ne, mit einer Schere einfach hin. Mhm. Und dann haben wir. Aber da kann man keine Farm von bauen, so richtig, ne, irgendwie, nee, oder? Nicht wirklich. Das Einzige, was man machen kann, ist so ein automatisches Minecraft, wächst, was die ganze Zeit langfährt. Ist die schon immer kopfüber gewachsen oder haben die das auch neu gemacht hier, dass sie jetzt kopfüber wächst? Ja, die ist tatsächlich schon immer kopfüber gewachsen. Okay. Also ich weiß nicht, ob von Anfang an, aber schon sehr, sehr lange tatsächlich. Ja, und hier unten, das ist, ja, kannst du ja lesen. Aber ansonsten haben wir hier einen riesen Raum. Okay, quasi. Also er hat gespendet und durfte sich dann aussuchen, wie du den Raum baust. Genau, er hat mich gezwungen. Hm. Und die Leute wissen, dass ich Starrite sehr gerne mag. Okay, das ist, also ich wollte schon gerade sagen, ob du irgendwie so eine Anti-Diorite-Therapie gerade unternimmst oder so. So ein bisschen hilft das auch, aber es macht mich nur noch aggressiver gegenüber Diorite. Das heißt, wir müssen mal die nächsten Leute trollen. Die und du hast dann extra hier so mit Polished gearbeitet und nicht polierten so, damit du halt so, du hast noch versucht, so ein bisschen wenigstens noch irgendwas Schönes rauszuholen, ne? Ich hab's versucht, aber wie du siehst, Diorite ist halt einfach der hässlichste Block, den es gibt und das ist halt. Vielleicht machst du es einfach so wie ich und nimmst einfach ein anderes Texture-Pack, dann ist es schön. Ich nehme ein Texture-Pack, wo Diorite einfach ersetzt wird durch Diamantblöcke. ja, gut, du kannst ja in der Theorie, könntest du das ja ändern. Ich weiß, spielst du mit dem Standard, dem alten Minecraft-Texture-Pack oder das neue? Genau. Das alte noch. Weil es gibt ja auch ein neues, ne, so wie ich mitbekommen habe. Ja, das ist für die 1.14 ist das schon offiziell drin dann. Ah, okay, das kommt also erst mit der 1.14, weil vielleicht sieht ja da Diorite wieder schöner aus. Diorite sieht nie schön aus, Kevin. Das ist eine Regel, die kann man auch nicht brechen. Also ich find's schön. Bei mir ist es nämlich mein Lieblingsstein. Dein Lieblingsstein? Nee. Doch, ich find Diorite richtig geil, weil der ist besser als Quarz. Quarz sieht halt richtig hässlich aus. Immer wenn Baloui seine komischen Türme mit Quarz baut, sieht das aus, als wenn da eine Kloschüssel steht. Diorite sieht aus wie Vogelkacke. Ja, und Quarz sieht aus wie Keramik, Junge. Da denkst du immer direkt an eine Kloschüssel. Ja, dann bauen wir Baloui einen riesen Kloschüssel. Ich glaube, Baloui, ich glaube, das ist nicht gut, wenn wir jetzt zu Baloui gehen. Okay, dann machen wir es nicht. Nee, weil ich glaube, Baloui muss jetzt erstmal den Troll, den er aktuell noch vor mir da hat, entfernen. Ah, okay, dann gucke ich mir den später nochmal an. Ja. Nee, aber ich kann ja sagen, was ich hier vorhab. Ich habe das hier tatsächlich heute erst gemacht, das Ganze hier. Und das Ganze wird runtergehen. Und zwar, keine Ahnung, also ein so ein Segment ist halt hier sowas, ne? Das ist hier, oder das Diorite-Ding ist halt ein Segment. Ne, vier hoch oder drei hoch, ne, drei hohe Decke. Und da hier geht es noch locker 20, 30 Segmente runter, dass man hier so einen riesigen Schacht hat, wo an der Seite mal hier, mal da, mal in der Wand so Segmente sind, die auch Farmen sind oder sowas in der Richtung. Ah, okay. Das heißt, dass ich dann später von Segment zu Segment springen kann und mit Slimeblöcken mich hochkatapultieren kann und so, dass hier so ein riesiger Schacht ist einfach, wo ich coole Sachen machen kann. Ah, okay, klingt auf jeden Fall. Bei dir hat man es tatsächlich zuerst gehört. Ich habe es noch in keiner Folge von mir erzählt. Das ist eine Premiere. Ah, okay, krass. Dann kann ich ja jetzt die Folge nennen. Klim verrät uns sein super, ultra, krasses, heftiges, mega, übertrieben, krankes Geheimnis.
Ja, mindestens würde ich das so nennen. Weil das ist wirklich ein super, mega krasses, übertrieben, heftig, übelst krankes Geheimnis, was ich hier verraten habe gerade. Okay, sehr gut. Dann ist der Folgentitel auch schon geboren. Ja, aber das ist tatsächlich das Space-Geheimnis, was ich noch niemandem erzählt habe. Ja, wenn man dann weitergeht, das war es, was ich hier getan habe tatsächlich. Also auch jetzt, ja, schon ein bisschen was, ne? Aber jetzt auch nicht so mega ultra viel. Aber dafür kennst du jetzt mein mega krass krankes Geheimnis. Das nächste ist ein Projekt, was ich jetzt angefangen habe, was ich ja auch schon gefragt habe, ob wir das vielleicht so ein bisschen zusammen machen. Ja. Vielleicht kannst du dich dran erinnern, aber dafür müssen wir tatsächlich in Nether. Ja, du meinst bestimmt einen Nether-Hub bauen, ne? Nee, das tatsächlich nicht. Nee, weil also dann, aber weil das Projekt, was wir zusammen machen wollten, war eigentlich die Bimmelbahn. Also hier die, so eine Bahn, die quasi durch die Stadt hier geht, weißt du? Mhm. Ich habe aber noch von was anderem gesprochen, tatsächlich. Ich glaube, wenn wir da sind, weiß es wieder. Also vielleicht, ich hoffe, ich habe mit dir darüber gesprochen, weil sonst ist der ganze natürlich dämlich. Aber theoretisch müssen wir dann mal, weißt du, wer das hier gebaut hat eigentlich? Spark, glaube ich. Ah, okay. Ja gut, nee, ich habe hier nämlich ein bisschen was kaputt gemacht, und zwar hier. Da müssen wir rein, um zu meinem aktuell noch nicht veröffentlichten Projekt zu kommen. Das ist nämlich hier. Und wenn wir hier durchgehen... Ich glaube, ich weiß, was es ist. Du meinst bestimmt eine Mob-Farm, ne? Genau. Vorsicht, wenn du reinkommst, nicht krass bewegen. Genau, so. Hier kann eine fette oder kommt eine richtig fette Mob-Farm hin. Hier auf der Etage sind dann die ganzen, ja, die ganzen Truhen und so weiter und so fort. Ein Schlafraum, vielleicht eine AFK-Kammer, wo man sich entspannen kann oder sowas. Und die ganze Technik, die für das Sortieren verantwortlich ist später. Auch hier cool mit Glasboden natürlich, damit das geil aussieht. Und natürlich hier über dem Wasser, ne, damit hier mehr Mobs spawnen. Ja. Wenn man weiter hochgeht, hat man dann die Etage, wo die ganzen Spawnflächen hinkommen, wo die ganzen Viecher spawnen können. Ja, ich bin auf dem Weg nach oben. Okay, nicht von der Leiter fallen, das wäre eine gute Idee. Aber hier habe ich die mal so kenntlich gemacht, einfach dadurch, dass immer Erde... Da können die Mobs spawnen und der Cobblestone ist, da fängt die nächste Etage an. Also haben wir quasi 5 Etagen, die wir hochgehen können. Für Mobs zum Spawnen, ne? Genau, und da kommt dann hier, also du musst dir das vorstellen, das Zentrum, was wir hier haben, ist jetzt dieser Stein. Ne? Und dann kommt hier links so ein Mob-Spawning-Flügel dran, hier rechts da und hier kommt auch noch so ein Mob-Spawning-Flügel dran. Ich bin mal gespannt, wie ertragreich die Farm nachher ist. Also die letzte, die ich gebaut habe in Craftedeck 5 war das, glaube ich. Ja, in 5 habe ich auch eine gebaut, in 4 habe ich auch eine gebaut, aber in 5, die war richtig krass. Also da sind dann immer 100 Mobs runtergefallen von oben. Okay, dann könnte die sogar krasser sein als die Nether-Farm von XP her, oder? Ich mache die nicht zur XP-Farm tatsächlich. Ah, weil die Nether-Farm, wenn man die besser umbaut, dann ist das, also besser... Ja, aber Farm Spark irgendwie duldet das nicht, der will das nicht, hat mir Basti gesagt. Also ich habe mit Spark schon drüber gesprochen, der hat gesagt, wenn ich die umbaue, ist das okay. Ja gut, vielleicht hat er das zu Basti gesagt, weil er gedacht hat, dass du das machst. Ja, kann sein. Das kann gut sein. Oder weil er glaubt, dass Basti das nicht hinbekommt. Ja, wobei Basti hat die Farm gebaut letztes Mal, muss man sagen. Ne? Und er hat das gut gemacht. Ja, das stimmt. Und danach habe ich die ja wieder umgebaut. Ja, dass sie dann noch effektiver war. Genau, die von Basti war aber schon sehr, sehr gut beim letzten Mal, muss man sagen. Ja, aber da wird auf jeden Fall auch noch was krasses entstehen. Hauptsächlich für Mob-Drops, wenn wir dann irgendwann Elytra haben. Es wird ja hoffentlich nicht mehr zu lange dauern, dass wir den Enderdrachen klatschen. Und dann können wir uns da immer die Raketen abholen. Okay, also hast du hier mit diesem Riesenumbau gar nichts zu tun, ne? Absolut gar nichts. Ich dachte, du wärst das gewesen. Nee, ich dachte, du bist das. Ich glaube, das hat Spark alles dann gebaut. Ja gut, dann, ja Leute, würde ich mal sagen, könnt ihr in die Kommentare auf jeden Fall schreiben, wie ihr so das Grundstück vom lieben Klim fandet. Denkt dran, auf jeden Fall bei ihm im Stream vorbeizuschauen. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich denke zu 100% dran. Wenn nicht, schreibt es mir direkt in die Kommentare, ja, dass ich hier noch reinfügen muss. www.klim.tv. Ja, genau. www.klim.tv. Könnt ihr einfach vorbeischauen. Und dann, ja. Hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja und ihr noch nicht Abonnent des Kanals seid, ihr Schlingel. Ich gucke immer wieder nach und ich sehe es, 60%. 60% sind hier keine Abonnenten. Was ist hier eigentlich los? Ihr konsumiert meine Videos und abonniert mich nicht. Schämt euch, Freunde. Schämt euch. Jetzt solltet ihr euch richtig... Also da könnt ihr also jetzt... Ich habe da auch kein Mitleid, ja. Ich hoffe, ihr fühlt euch einfach nur schlecht, Leute, ja. Dass ihr hier nicht rein abonniert, um regelmäßig Benachrichtigungen für die Videos zu erhalten. Es ist völlig kostenlos. Ja, und ich gebe mir richtig viel Mühe. Ja, ihr seht das ja an meinem krank produzierten Content, der Überklasse. Also gut, das klang jetzt wirklich nicht sehr gut. Egal, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung aus und guckt beim lieben Klim vorbei. Macht's gut, tschüss!